Die 250 Kilo Fliegerbombe ist entschärft. Fast 9 Stunden lang sind die Sprengstoffexperten im Einsatz, bis sie endlich Entwarnung geben können. Die Schwierigkeiten bei der Bombe war, wie gesagt, die Zünder mussten vorher gereinigt werden. Dann saßen sie recht fest. Ja, ging also nicht ganz so leicht raus. Und da muss man dann schon mal ein bisschen Geduld walten lassen und ein paar Tricks. Und dann klappt das. Am Morgen wird an der Justizvollzugsanstalt in Gablingen zunächst die Hülle einer Brandbombe gefunden. Die scharfe Fliegerbombe wird erst später entdeckt. Lange gibt es die Sorge, dass alle Häftlinge der JVA womöglich evakuiert werden müssen. Nach längerer Beratung hat man jetzt die Entscheidung getroffen, diese Bombe ca. 300 Meter in ein Waldstück zu verlagern. Diese Maßnahme hat den Grund, dass die JVA nicht geräumt werden muss. Zusätzlich wurde hier die Bombe tiefer gelegt, ist also ein Loch gebuddelt worden von ungefähr 2 Meter Tiefe. Dann wurden hier Strohballen drumherum aufgetürmt. In der vorderen Strohballenreihe oder besser gesagt unter der vorderen Strohballenreihe befinden sich auch noch 3 mit Erde gefüllte Container, die als Splitterschutz dienen. Ja, also schon recht umfangreiche Maßnahmen. Die Kosten für die Freilegung der Bombe trägt der Grundstückseigentümer. Der Freistaat übernimmt die Kosten für Polizeieinsatz, Entschärfung, Vernichtung. Für das Team des Kampfmittelräumdienstes ist es ein erfolgreicher Tag gewesen.